Da hinten sind welche. Gott, schnell weg hier. Was bedeutet dieser komische Bildschirm? Ach, you are cold. Ich kann nichts machen. Gott, die laufen da hinten alle. Oh Leute, lass es Tag werden. Ich kann schon wieder nicht. Bis zum Tag schlafen. Bitte Spiel, lass es jetzt einfach Tag werden, komm. Okay, wir müssen das da unbedingt zumachen. Dann sind wir erstmal ziemlich sicher. Scheiße, ey. Dieses Spiel. Das macht mich ziemlich fertig. Komm, jetzt. Bitte, 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 lass es jetzt Tag sein. Alter, komm schon. Spiel. Machen wir doch nicht solche. Komm on, komm on, komm on. Nein, ich höre das Geräusch von Eingeborenen. Oh Gott! Hallo? Na? Alles gut, hm? Merken sich die Penner, wo ich wohne? Die rennen da jetzt auch noch oben lang. Okay, Leute, so habe ich mir meine erste Nacht natürlich nicht vorgestellt. Alter, das sind Haie. Leute, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Hör doch mal auf zu schreien, bitte. Ja, mach. So, ich glaube, hier kann ich erstmal. Okay, die rennen jetzt da hinten lang. Ich hoffe, die sind nicht so klug. Springen gleich da runter ins Wasser. Ich weiß auch nicht, ob ich mich mit dem mit meiner Billig-Axt hier anlegen kann. Ich schwimme gerade im Stehen. Ist auch immer geil. Mach das mal.
rennt da oben lang. Scheiße. Spiel, warum hast du diese Klug gemacht, ey? Wo sind die Haie? Okay, vielleicht kann ich mich mal wieder nach Hause wagen. Oh Gott, Alter. Leute, ihr müsst mir in die Kommentare schreiben, ob die sich merken, wo man wohnt. Oh Gott, das sind die wieder. Alter, ich bin... Was machen die jetzt? Sind die noch da? Wo sind die woanders hingerannt? Die kommen anscheinend nicht ins Wasser. Da rennen die irgendwie nicht rein. Das hätten die mich da schon längst geholt, oder? Also eben auch der Typ, der die ganze Zeit am Strand stehen geblieben ist. Jetzt packe ich hier im Boden, auch immer geil. Moment mal. Ich wusste es. Man kann sich einen Molotov-Cocktail craften. Da ist eine Feder. Ich habe mir eine Feder geholt. Sobald ich das Geräusch höre. Okay, es wird ein sehr stilles Let's Play, habe ich das Gefühl. Also von meiner Stimme her. Kann es bitte mal Tag werden? Mein Handy klingelt die ganze Zeit. Ich wage es jetzt, mir ein Feuer zu machen und mir was zu essen zu kochen. Alter, ich bin mal gespannt, wie wir das überleben sollen. Vor allem, wie finde ich eine bessere Waffe, Leute? Bitte erzählt mir sowas in den Kommentaren. Ich brauche da echt eure Hilfe. Scheiße, jetzt ist das Feuer an. Jetzt kommen die wahrscheinlich gleich wieder. Da sind sie. Da sind sie. Schwimm um dein Leben, Penner. Oh. Ja, geht der Mond unter? Geht die Sonne auf?
Da hinten sind welche am Flugzeug. Okay, Leute, ich glaube, das ist kein guter Platz zum Wohnen, wenn ich mal ehrlich bin. Wir müssen uns den auf jeden Fall sicher machen. Wenn da keiner von den Pennern durchkommt, dann kann ich die ja easy töten. Also kann ich sehen, oh, da sind welche. Entweder wir schwimmen Bogen drum oder wir töten die. Gott, Alter. Ja, lernen wir about survival. Basic survival step 2. Es gibt Höhlen hier, okay. Was ist das? Man kann sich Boots machen. Ein Hausboot. 125 Holz, ey, das ist ja nicht bezahlbar. Das kommt wohl noch dazu anscheinend. Oder so. Es gibt eine Bank. Weiß nicht warum. Wall with window. Ja, das ist doch kein Problem hier. So eine werde ich auf jeden Fall bauen. Um zu gucken, ob die da draußen rumlaufen, ne? Storage. Ja. Ja. Erstmal brauche ich das nicht. Traps. Deadfall Trap. Das kann ich echt gut gebrauchen, glaube ich. Was ist das? Food. Wo kriege ich Fäden her? Wahrscheinlich aus irgendeiner Pflanze, die ich dann... Boah, ich dachte da hinten die Büsche rechts, also beim Flugzeug sind alles Menschen, aber es waren dann wirklich nur Büsche. Okay, ich will jetzt weiter produktiv sein. Ich meine, ich muss ja was schaffen, ich kann ja nicht die ganze Zeit im Meer rumhocken, so kann man zwar auch ein paar Tage überleben, aber die Penner chillen da immer noch. Mann! Warum? Warum so plötzlich, Alter? Erschreckt mich doch nicht so. Was soll ich mit dem machen? Die chillen da. Können die mal weggehen? Drei Stück, gegen die kann ich nicht kämpfen. Vier. What the fuck? Gegen die bin ich machtlos. Okay, die kann man essen. Die sind giftig. Ja, das war's. Toll. Ich möchte mich vielleicht auch mal gegen böse Typen wehren. Ich habe keine Ahnung, wie ich die töten soll. Ich würde sagen, wir müssen uns irgendwo neu aufbauen. Und zwar weiter weg vom Flugzeug. Ach, da sind die Haie. Oh Gott. Ich habe gerade keine Ahnung, was schlimmer ist und was mich... eher töten wird. Die Haie kommen gefährlich nah. Bitte, Ureinwohner, seht mich nicht. Bitte, Haie, seht mich nicht.
Ich weiß nicht, wie die Haie an den Strand kommen, wenn da ein toter Hai am Strand liegt. Vielleicht wurde er nur angespült. Vielleicht war er auch zu dumm und ist bis dahin geschwommen. Okay Leute, das wird ein lustiges Let's Play. Aber ehrlich gesagt stehe ich mittlerweile mal auf so ein Spiel. Ein bisschen Horror. Okay, jetzt sind wir wieder an Land. Wir hatten doch einen Molotow-Cocktail. Aber ich weiß nicht, ob die davon direkt sterben. Wir können es ja immer mal unsere Basis... Oh, ein Regenbogen, toll! Ich meine, die Basis ist da hinten sowieso nicht so geil. Hallo? Woran bist du schon wieder verreckt? Ich nehme deine Gebeine mal mit und so, ne? Ah, mehr Beine kann ich anscheinend nicht mitnehmen. Meine Beine... Ich habe schon einen guten Beinvorrat. Okay. Steine, kann ich mal wieder Steine mit? Ne, kann ich nicht. Hier gefällt mir das eigentlich auch schon wesentlich besser. Ich bin nah am Holz, nah am Wasser. Danke, ich brauche was zu essen. Alter, guckt euch die Hasen an, die rennen durchs Wasser. Was tut ihr? Ihr trinkt. Da liegt was. Ach, ein Stein. Hey Leute, wollt ihr mich verarschen? Ihr könnt ertrinken da drin, ne? Ihr seid so winzig. Bleib stehen, du mieses Stück. Ach, dann halt nicht. Wenn du halt nicht die Ehre erfahren willst, von mir gefressen zu werden. Gefressen vor allem. Ich bin ja auch ein großes Tier. Und die Koffer holen wir uns später mal, wenn wir eine Waffe haben. Um die Eingeborenen auszuschalten. Ich habe gehört, die Flairgun soll auf einem Schiff liegen. Gott sei Dank weiß ich nicht, wo hier ein Schiff ist. So, hier ist man natürlich schön nah am Strand wieder. Aber man hat keinen Weg, keine Chance hoch zum Holz zu kommen. Ich weiß nicht, was ich hier gerade tue, Leute. Ich brauche einfach einen Platz. Möchte mal tauchen. Hier kann ich nicht tauchen. Ich gehe auf Stein anscheinend. Weil rechts da unten, da ist irgendwas im Meer, sowas Helles. Ich weiß nicht, was das ist. Ehrlich gesagt will ich es auch gar nicht wissen. Oh Gott, hier ist so richtig dicke Felswände. Komme ich hier je wieder hoch? Hier gibt es ja nicht sowas wie eine Map, ne? Ne, gibt es nicht. Vielleicht kann ich eine finden, aber... Leute, was tue ich? Ich hätte einfach mal den Molotow-Cocktail dahin werfen sollen, wo die alle stehen. Wären doch bestimmt gestorben. Aber dieses Spiel ist so unberechenbar. Warum sind da Linien? Ach, das spiegelt sich wahrscheinlich, oder? Ich verstehe das nicht. Vor allem würde ich mich gerne mal so nach hinten gucken können. So wie bei Arma, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich bin echt gespannt, was mit dem Spiel hier noch passiert. Ich denke mal, das könnte hier zu einem richtig coolen Spiel... Alter Leute, ich möchte doch einfach mal so eine Felswand hoch. Geht das hier? Die ist so mega hoch. Nee, ich komme... Ich glaube, ich werde einfach mein Leben nicht mehr an Land kommen. Vor allem, was ich mich frage, das nächste Mal, wenn wir jetzt hier kein neues Zelt bauen, dann bauen wir wieder an unserem alten Zelt. Sind die Perlen dann immer noch da? Ich weiß nicht, solange wir durchs Wasser schwimmen, da hinten sieht nach Land aus, das ist gut. Gucke ich einmal, wer mir gerade geschrieben hat. Jupp, meine Freundin. So, ist mal geantwortet, dass ich gerade in der Aufnahme bin. Check. So, und das sieht nach Land aus tatsächlich.
Nee, das sind keine Spiegel. Was sind das für Linien im Wasser? Ihr müsst das...